Zwei Dinge bzw. Sätze sind mir gestern nachgegangen. Zum einen der Spruch für diese Woche, der mir morgens im Gottesdienst vorgelesen wurde. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann als zweites eine Nachricht, die abends als Eilnachricht auf dem Handy erschien. In Italien ist zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder eine rechtsgerichtete postfaschistische Partei, die die Mehrheit bekommen hat. Das macht mir Sorge. Und irgendwie widerstrebt es mir, einfach herzugehen und diese Sorge Gott hinzuwerfen und dann auch keine Sorge mehr zu haben. Ich glaube, dass es eigentlich gut ist, wenn ich diese Sorge habe, wenn ich nach Italien schaue. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unseren Mund auftun. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, nicht einfach alles Gott hinzulegen und die Hände in den Schoß zu legen, sondern dass wir auch dazu aufgerufen sind, Unrecht zu benennen, dass wir unsere Sorgen und unsere Nöte auch aussprechen. Und dennoch darauf vertrauen, dass da jemand ist, der größer ist als all unsere Sorge hier in dieser Welt. Auch dort, wo ich es nicht sehe und auch dort, wo ich es nicht merke, dass ich auch dort darauf vertrauen darf, dass diese Welt in Gottes Hand ist, dass er sie letztlich in der Hand hat. So will ich beides versuchen, meine Sorge auf Gott zu werfen und dennoch meine Sorge zum Ausdruck zu bringen. Vertrauen darauf, dass er da ist. Gesegnete Woche, alles Gute und bis bald. Ciao.